Ein feuriges Hey ho und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Phoenix PP. Ja, seit längerem wieder mal ein Video, um genauer zu sein. Seit einem Monat kommt jetzt wieder mal ein Video und heute möchte ich so ein klein wenig über die Zukunft meines Kanals reden und warum in den letzten Monat oder halt seit einem Monat kein wirkliches Video mehr kam. Zwischendrin kam ja mal ein kleiner unangekündigter Livestream, dazu aber später noch ein klein wenig mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt eine kleine Gliederung vorbereitet, die ich jetzt vorlesen werde und euch auch gleich nochmal einblenden werde. Und zwar habe ich auf den Zettel in der Gliederung als Stichpunkte geschrieben, wieso kamen keine Videos? Zukunft des Kanals, Minecraft und dann Livestreams und Arbeiten. Ja, der eine oder andere kann sich jetzt vielleicht unter dem einen oder anderen Punkt was vorstellen oder eben auch nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall auf die Punkte eingehen und werde anfangen, wieso kamen keine Videos mehr. Ja, wie gesagt, am Anfang, seit einem Monat, kamen keine Videos mehr. Und jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, wieso. Also, es kam halt dann die Ferien, um genauer zu sein, die Herbstferien, die gingen dann halt 2 Wochen. Die erste Woche der Herbstferien war ich leider krank und da konnte ich dann kein Video bringen. Ich hatte eine Erkältung, eine klassische Erkältung mit Halsschmerzen, Kopfschmerzen, die Nase ist gelaufen und so weiter, wie man halt eine Erkältung kennt. Meine Stimme war mehr oder weniger auch relativ krass weg, sage ich mal. Und in der zweiten Woche war meine Stimme dann halt auch nicht so da und am Ende der zweiten Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch wieder mal ein Video aufnehmen können. Aber dann gab es dieses eine Problem. Ich hatte vor den Ferien noch mein PC neu aufgesetzt. Was heißt es? Komplett Windows runtergehauen, komplett alles neu installiert. Und deswegen hatte ich jetzt eine Zeit lang mein Schnittprogramm nicht mehr und hatte auch keinen Bock, das die ganze Zeit irgendwie zu installieren, wieder neu zu installieren und zu downloaden und so. Und habe das halt immer weiter von mir rausgeschoben und bis zu diesem Zeitpunkt eben jetzt. Und jetzt habe ich das Ganze halt wieder installiert oder werde es noch installieren. Das seht ihr dann, wenn das Video gekommen ist. Und ja, das war halt so das kleine Problem. Zwischendrin kam ja ein kleiner spontaner Livestream. Aber dann habe ich dann auch relativ schnell abgebrochen, weil meine Stimme halt einfach noch von der Krankheit vorher, sage ich mal, oder von der Erkältung besser gesagt, ja, beschädigt war, sage ich mal. Und so viel dazu, warum keine Videos kamen. So, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Gliederungspunkt Zukunft. Ja, was wird in Zukunft hier auf den Kanal kommen? Werden überhaupt noch Videos kommen oder kommen nur noch Livestreams oder höre ich vielleicht sogar komplett mit YouTube auf? Ja Leute, keine Sorge. Wie gesagt, ich höre auf jeden Fall nicht mit YouTube auf. Mir hat es bisher immer Spaß gemacht und macht jetzt auch noch mega viel Spaß. Und deshalb wäre das einfach jetzt nur dumm aufzuhören. Man sagt zwar immer, wenn es am meisten Spaß macht oder am besten läuft, sollte man aufhören. Aber das mache ich jetzt eben mal nicht, würde ich sagen. Und damit enttäusche ich euch hoffentlich auch nicht. Nee, Spaß beiseite. Was wird jetzt wirklich in der Zukunft für Videos kommen? Ich werde jetzt mit diesem Satz gleich wahrscheinlich den Großteil meiner Abonnenten enttäuschen. Das tut mir auch leid. Aber Leute, es wird nicht mehr so sein wie früher, dass das ein zu 87%iger Minecraft-Kanal ist. Was heißt es jetzt genau? Es wird nicht mehr viel Minecraft kommen. Ich weiß, egal was für ein Projekt ich gestartet habe oder was ich gemacht habe, ich habe am Anfang und mittendrin und jetzt eigentlich zum Schluss auch immer gesagt, Minecraft ist und wird immer der Hauptbestand dieses Kanals bleiben. Und Leute, aber es wird jetzt ab und zu noch Minecraft kommen, aber nicht mehr besonders oft. Das Ganze hat den Grund, mir macht Minecraft einfach nicht mehr so viel Spaß wie früher. Und mir war es ja schon immer am wichtigsten hier auf diesem Kanal, dass die Videos, die ich bringe, mir gefallen, mir vor allen Dingen Spaß machen und dann halt nebenbei euch noch unterhalten und euch gefallen. Aber am allerwichtigsten war mir wirklich immer, dass die Videos und die Aufnahmen halt mir Spaß machen. Und Minecraft macht mir halt nicht mehr
Spaß. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, wieso macht dir Minecraft keinen Spaß mehr? Die ganze Zeit hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, Leute, da habt ihr natürlich recht, aber ihr habt bestimmt auch gemerkt, dass im Laufe der Zeit immer mal wieder kleine andere Projekte reingeschoben worden sind, wo ich dann mal das und das getestet hat. Es ging über Megalodon-Videos, über Fakten-Videos, über Ark-Let's Plays und was weiß ich, was da noch nicht alles kam und was kam. Und ja, ich spiele jetzt Minecraft seit circa 4 bis 6 Jahren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt so 4 oder 5 oder 6 Jahren sind. Auf jeden Fall sind schon 4 Jahre und ihr müsst überlegen, wenn man jeden Tag oder fast jeden Tag seit 4 Jahren Minecraft spielt, kann es langweilig werden, muss es nicht. Dem einen oder anderen gefällt es vielleicht auch noch nach 20 Jahren. Aber mir macht es mittlerweile leider nicht mehr so viel Spaß. Deshalb werden in Zukunft, habe ich mir überlegt, also zuerst habe ich mir eigentlich mal so zwischendrin überlegt, dass ich nur noch Faktenvideos und halt so nicht Real-Life-Videos, ihr wisst schon so, ja, über die Natur, das klingt jetzt auch falsch, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Zum Beispiel so Megalodon-Videos, jetzt sagt der eine oder andere, yo, Megalodon, Clickbait. Ja, habt ihr ja recht, Leute. Also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, nicht nur Megalodon-Videos, ich meine damit halt so Videos zum Beispiel über den Marianengraben und halt so interessante Themen werde ich ansprechen, sage ich mal. Zum Beispiel wirklich Megalodon, Marianengraben, Fakten über den weißen Hai und all diese Dinge waren eigentlich jetzt geplant in meiner Pause, dass ich nur noch sowas bringe. Dann habe ich mir jetzt vor dem Video nochmal kurz Gedanken gemacht und habe mir gedacht, dass einmal in der Woche ein Faktenvideo kommt und das Faktenvideo wird höchstwahrscheinlich mittwochs kommen. Also es muss kein Faktenvideo sein, es kann auch ein ganz normales Video über Marianengraben, über Coca-Cola, über was weiß ich für interessante Themen kommen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und dann wird ein Livestream kommen, wann ich Lust habe. Also Livestreams werden immer dann kommen, wann ich Lust habe. Und die Livestreams sind voraussichtlich immer Minecraft oder FIFA. Also wie gesagt, ich höre nicht ganz auf mit Minecraft. Ab und zu macht mir Minecraft noch Spaß. Und in diesen Momenten, wo mir es dann einfach Spaß macht, werde ich das Ganze dann einfach livestreamen, werde es vorher auch ankündigen. Und dann können wir zusammen Minecraft in den Livestreams wie gewohnt zocken. Das ist alles gar kein Problem. Es ist ja jetzt nicht so, als ich Minecraft komplett aufgegeben habe, sage ich. Und FIFA wird halt kommen, es kann auch sein, dass mal in der Woche dann neben diesem Faktenvideo noch ein Gaming-Video von FIFA kommt. Im November kommt ja jetzt auch noch Star Wars Battlefront 2 raus, das hatte ich ja schon mal in einem Rage-Mode-Video von mir angekündigt, dass ich dann auch Star Wars Battlefront 2 Let's Playen werde. Das werde ich dann auf jeden Fall machen, ich bin immer noch ein Gaming-Kanal, bloß kommen jetzt halt nebenbei auch immer noch Faktenvideos und so. Und ja, wer weiß, in ein, zwei Monaten kommt vielleicht auch wieder hauptsächlich Minecraft, wie ich halt Bock habe, wirklich, das ist das Wichtigste, dass es mir Spaß macht. Und ja, wir reden jetzt auch schon 7 Minuten und haben gerade mal die ersten 2 Punkte abgehakt. Deshalb würde ich mal sagen, machen wir weiter, obwohl der 3. Punkt war Minecraft. Das habe ich ja jetzt gerade auch erklärt, warum kein Minecraft mehr kommt. Das sollte jetzt eigentlich relativ klar sein. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem 4. Punkt weiter und das sind Livestreams. Das habe ich ja schon gesagt, eben auch mal kurz angesprochen. Also es werden Livestreams kommen, wann ich Lust habe. Voraussichtlich wird es dann immer so einmal im Monat sein. Man braucht nämlich nicht nur Lust, man braucht vor allen Dingen auch eins und das ist Zeit. Das brauchen wir für Livestreams, das brauchen wir für Videos, das brauchen wir halt für alles auf YouTube und Twitch und so weiter. Und wie gesagt, in diesen Livestream kommen dann halt Gaming-Sachen wie FIFA, Minecraft, Star Wars Battlefront und was weiß ich nicht alles. So, zu guter Letzt haben wir noch den Punkt Arbeiten. Diesen Punkt wollte ich eigentlich erst weiter, was weiß ich, im nächsten Jahr ansprechen. Ich bin momentan in der 10. Klasse. Das erste Halbjahr ist jetzt auch schon in der 10. Klasse. Ja, nähert sich dem Ende, sage ich mal. Und nach dem 2. Halbjahr muss ich ja dann arbeiten gehen. Und ich habe jetzt schon auch einen Arbeitsvertrag in einer Elektrofirma unterschrieben als Elektroniker für Betriebstechnik. Und auf jeden Fall werde ich dann arbeiten. Und dann ist es halt nicht mehr so, dass man nach 6 Stunden Schule nach Hause kommt und ein Video aufnehmen kann. Die Arbeitszeiten sind dann bei mir so voraussichtlich 7 bis 16 Uhr. Da muss ich nach Hause fahren. Und die Berufsschule ist halt auch
etwas weiter weg ist, da habe ich dann 2 Stunden Fahrt und deshalb weiß ich noch nicht ganz, wie ich das Ganze mit den Videos machen werde, aber da mache ich dann am besten nochmal ein separates Video, wo ich wirklich nochmal ausführlich über Arbeiten, so wie das dann irgendwann weitergeht, reden werde. Und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich hat euch das Video gefallen, wie immer. Ansonsten würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Lasst doch einen Daumen nach oben. Wenn es euch so von Hocker gehauen hat oder geflasht hat, könnt ihr mich natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Ansonsten schaut bei den Dudes in der Videobeschreibung vorbei. Und dann würde ich sagen, ich höre jetzt mal auf mit dem Ansonsten und bye bye, tschüss, bis zum nächsten Mal.